Sterben und Trauer – ein Tabuthema. Hospiz ist nicht nur Sterbebetreuung, sondern auch Trauerbegleitung. Wir geben einen Einblick in unsere freiwillige Tätigkeit. Wenn ich mich in die Rolle einer Mutter versetze, deren Kind im Sterben liegt, dann fühle ich mich. Ich bin hilflos. Ich bin zornig. Ich fühle mich alleingelassen. Ich bin wütend. Warum ich? Warum mein Kind? Ich bin überfordert. Es ist keiner da. Ich würde jemanden brauchen. Ist jemand da für mich? Ich hätte gerne jemanden. Bei uns im Hospiz in Graz-Umgebung Süd spielt auch die Trauerbegleitung eine ganz wichtige Rolle. Ich habe absolutes Verständnis für ihre Situation. In dem Schmerz, den sie jetzt empfinden, bin ich für sie da. Für ihre Gefühle, für ihre Reaktionen, die auftreten. Die dürfen sein. Sie dürfen sein, wie sie sind. Das Ganze findet in einem vertraulichen Rahmen statt. Sie brauchen sich keine Sorgen machen um irgendwelche Kosten, die entstehen. Unsere Arbeit ist ehrenamtlich. Wenn Sie wollen, dann melde ich mich bei Ihnen. Wir treffen uns zum Gespräch, Ihnen daheim oder gern einfach spazieren. Wenn ich mich in die Rolle einer Sterbenden versetze, dann fühle ich den Schmerz, nicht nur den körperlichen. Und die Angst vor dem, was da kommt, was da passiert mit mir. Wie wird es sein, das Sterben? Wo gehe ich hin, wenn ich gestorben bin? Ich bin einsam, ich fühle mich einsam. Ich weiß nicht, mit wem ich reden kann über das, was mich wirklich bewegt. Und ich weiß auch nicht, was sie mit mir tun, wenn ich nicht mehr kann. Wo werden sie mich hinbringen? Was wird dann sein? Wie wird es mir dann gehen? Wer wird dann noch da sein für mich? Es ist schwer. Und es tut weh, wenn man nicht weiß, wohin, dass es geht. Und es ist niemand da, mit dem man ehrlich über das reden kann, was einen wirklich bewegt. Wer weiß, was ich mir hintun dann, wenn ich nicht mehr kann. Irgendwie hätte ich gern jemanden, der nur für mich da ist, der mir zuhört. Ich verstehe Sie. Ich kann für Sie da sein, wenn Sie es möchten. Ich habe Zeit, Ihnen zuzuhören und wir können einen Teil Ihres Weges gemeinsam gehen. Wegen der Gespräche brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Die bleiben vertraulich. Denn alles, was wir da besprechen, unterliegt der Verschwiegenheitspflicht. Ich bin für Sie da. Die Zeit, die spielt dafür überhaupt keine Rolle. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich und Sie brauchen sich wegen dem Geld überhaupt keine Sorgen machen. Es ist alles kostenlos. Und wenn Sie das wirklich wollen, dann können wir einen Teil des Weges gemeinsam gehen. Wichtig ist mir, dass es Ihnen dabei gut geht.